Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel. Herzlich willkommen zum Knöllspielkanal. Heute gibt es wieder was von Moers Lötl, und zwar die 8-Jahr Celebration Dosen Nummer 3 und 4. Die Erde und den Mars in der Reihenfolge, wie sie kommen. Hinten haben wir schon den Merkur und die Venus von gestern und heute eben diese beiden. Ja, 8 Jahre gibt es jetzt Moers Lötl, und dieses Jahr haben sie als besondere Version für den 8. Geburtstag die 8 Planeten dieses Sonnensystems um die Sonne Sol rausgebracht. Und das ist einmal die Erde, ein Nitro Stout mit 8% Alkohol, und ein als Mars ein Candy Bar Stout mit 11% Alkohol. Also ein Mars Bar, eine Mars Schokoriegel. Wir fangen mit dem Nitro Stout an. Hier drauf steht, dass man es ordentlich schütteln sollte vorher. Hier drin sind ja, Nitro, also Stickstoff ist hier drin, und dann mit dem Hopfen HBC 522 und Cascade gehopft, ansonsten Wassergersten, Malz, Hafer, Weizen, Zucker, Cassonadezucker, okay, Hopfen und Hefe. Cassonadezucker sagt mir jetzt gerade nichts, macht nichts. Ich habe mal irgendwann einen anderen Zucker selbst benutzt in einem Bier. Ich habe schon vergessen, wie der hieß. Gut, ja, dann fangen wir mit dem Nitro an. Nitro. Lohnt sich aber nicht, wenn ich ein kleines Glas nehme, dann muss ich dann doch mal erst größeres nehmen. Dann nehme ich noch wieder was, das vom Dirk, was ich geschenkt bekommen hatte vom Dirk. Da passt das hoffentlich dann komplett rein. Man soll ordentlich schütteln. Man soll schütteln, bis man nicht mehr hört, dass das Gas sozusagen hin und her bewegt wird. Und das ist jetzt der Fall. Ich mache das jetzt mal hier unten auf, für den Fall, dass es sehr viel Sauerei geben sollte. Man soll es vorsichtig öffnen. Und dann eigentlich relativ heftig einschütten. Machen wir das mal. Ups. Es tropft noch ein bisschen. Aber auf den Bierdeckel. Hier wollten wir so einen ganzen Stapel Bierdeckel liegen. Schön verteilt. So. Komplett rein. Ja, fast komplett, ne? Hat jetzt so einen schönen wabernden Effekt da drin. Bis sich das Nitro da hoch zieht. Ja, man kann auch Knöllspielkanal schön erkennen, was ich von Dirk geschenkt bekommen hatte. Dirk, Mitglied der Community unter diesem Kanal. Da steht die Erde. Ach, sieht toll aus, ne? Ja, und Nitro gibt es ja so einige verschiedene Möglichkeiten. Guinness haben diese Kugel drin, die irgendwie platzt, sobald man es aufmacht, und dann schüttet man es ein und man hat wirklich ein Guinness, was aussieht wie aus dem Nitro-Zapfhahn im Pub. Zum einen schön Schokolade, aber auch schön frische Hopfen in der Nase. Zitrusartig. Ein bisschen was Grünes dabei, alles nicht so grasige Noten, sondern eher so, fast wie so eine Melone würde ich es am ehesten beschreiben. Steht für Geschmacksnoten drauf. Nitro, Smooth und Roast. Röstnoten habe ich in der Nase jetzt zurzeit noch keine. Von Temperatur müsste es gut sein. 8 Grad werden vorgeschlagen. Das sollte es jetzt haben. Muss man sagen, dieser Schaum, der nimmt auch so ein bisschen den Geruch weg in diesem Fall. Nicht sehr überwältigend der Geruch, also nicht zu überbordend der Geruch. Schön fein, mild, schokoladig. Ja. Prost. Nur auf 8 Jahre Moers Lötl. Super lecker. Bei Stouts bin ich manchmal so ein bisschen zwiegespalten. Habe ich, glaube ich, auch schon mal gesagt im Kanal. Ich kann einen Stout nicht immer trinken. Einen Stout muss man Lust drauf haben. Und dann gibt es auch welche, die dann doch so ein bisschen anstrengend sind. Das hier gar nicht. Das ist sehr lecker, süffig. Die 8% merke ich
Zumindest im ersten Stock gar nicht. Wenn man 2-3 Dosen davon trinken würde, dann würde man es wahrscheinlich merken. Sicherlich merken. Der Geruch ist immer noch so wie vorher. Probier nochmal. Schönes Wechselspiel von einer schönen Süße, aber auch einer schönen leichteren Bittere in den Seiten. Sehr, sehr fein, sehr lecker. Auch hier die Schokolade. Im Nachtrunk noch ein bisschen bitter werdend. Und diese, ja doch, zitronigen Noten, so würde ich es auch am ehesten beschreiben. Sehr, sehr schön. Tja, so. Und das Candy Bar Stout. Wie gesagt, Mars. Nachtmobil bei besprochen Spiel. Schokolade, Karamell, Vanille steht hier drauf. Triple Mashed ist das Ganze, genau. Das ist also nochmal 30% mehr Malze mitverwendet worden. Und das Ganze ist dreifach gemeicht, um irgendwie alles auszulaugen. Roggen, Hafer und Weizen, um eine richtig dicke Basis zu erschaffen. So steht sie drauf. Temperatur sollte 12 Grad sein. Ich habe es ein bisschen früher rausgenommen, sollte es erreicht haben. Wasser, Gerstenmalz, Roggen, Hafer, Weizen, Hopfen, Hefe, etwas Zucker, Karamell, Kakaonips und Vanille. Ja, in Niederlanden gebraut. Reines Gebot gibt es da nicht. Ich finde die Bilder ganz schön hier drauf. Das sind, glaube ich, richtige, keine Ahnung, ob das richtige Fotos sind von irgendwo. Auf jeden Fall sind es schöne Bilder. Gefallen mir sehr gut. Von allen bisher. Merkur, Venus, Erde, Mars. 11%. Puh, ordentlich. Jetzt kommt aber ein normales Glas daher. Das ist nicht mit Nitro. Also. Wirklich sehr ölig, wie es da ins Glas läuft. Extra ein bisschen plätschern lassen, damit es ein bisschen Schaum gibt. Es ist, ich hatte eben gar nicht die Farbe gesagt von dem Nitro Stout, war schwarz. Das ist auch schwarz, hat einen sehr schönen braunen Schaum und einen sehr feinen Schaum. Boah. Nicht betörend. Ja, Schokolade. Ich habe da so einen Hauch von Zimt in der Nase gehabt. Bisschen Kaffee. Sehr, sehr lecker riecht's. Süß in der Nase. Mit der Schokolade. Wechselt mal so ein bisschen, was man so riecht. Was gerade für Moleküle an der Nase vorbeigeschwebt kommen. Sehr lecker. Prost. Viel Schokolade, Karamell, richtig dick, flüssig, schmeckt es, sehr süß. Im Nachtrunk oder so im späteren Verlauf ein bisschen bitterer werden an den Seiten, aber immer auch die Süße im Hintergrund. Bier 11% hat, merkt man so gar nicht, was es gefährlicher macht. Extrem lecker, wirklich richtig, richtig schönes. Ja, Candy Bar Stout. Klasse. Ja, der Mars ist super. Die waren alle bisher klasse. Der Mars gefällt mir gerade am besten. Ja, Candy Bar Stout. Ja, Mars im Glas. Ja, alle sind verfügbar. Preise habe ich wieder vergessen nachzugucken. Laptop habe ich gerade nicht auf, deswegen muss ich die Preise nachliefern. Ich blende die einfach ein. Was die Kosten sind, alle noch verfügbar. Guck mal rein. Klasse. Ja. Schreibt mal einen Kommentar, wer eine von denen kennt, ob ihr vielleicht die auch in der Box hattet. Also wer die Guildbox
Wenn ihr bestellt habt, habt ihr die drin gehabt. Wenn ihr die Guildbox bestellt habt, dann schreibt mal, wie ihr die findet. Schreibt mir gerne einen Kommentar und ja, bis bald. Prost.